So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dickene. Heute zwar aus der Küche, aber trotzdem kein Ramses Kitchen Video. Wir wollen nämlich wieder ein kleines Unboxing Video machen, denn Pupsi war schon wieder bei McDonald's. Die nimmt mich nie mit, schreitet da doch mal jemand ein. Mir ist das Essen eigentlich, für mich ist das Essen eigentlich interessanter als die Karten, ja. Aber sie war mit ihrer Tochter wieder mal bei McDonald's, haben sie sich ein paar Happy Meal gegönnt, 4 Stück wahrscheinlich, 2 pro Person. Ist ja jetzt unterschiedlich. Manche sagen 2 pro Person, bei anderen steht extra an der Tür nur noch 10 pro Person. 10, viel zu übertrieben, was wenn wir mit 10 Happy Meals, ja. Dann hast du noch 10 Kinder, also 100 Happy Meals, nehmen dir dann einfach mal mit. Adi, nein! Adi macht schon wieder Zeug kaputt. Und ganz kurz vorweg, mich hat was richtig geärgert. Und zwar habe ich beim letzten Mal so ein Unboxing gemacht, ein Pack-Opening. Ich habe, das Video ging 10 Minuten, 11 Sekunden, irgendwas. Ich habe mich hingesetzt, ich habe eine McDonald's-Tüte hier gehabt, ich habe hier diesen Papp bekommen, habe ich noch nie gesehen, habe ich das erste Mal in der Hand gehabt. Habe das hier aufgemacht, habe mir alles angeguckt, was da drin ist, diese Karte, dieses Sticker, dieses Tütchen, habe das Tütchen aufgemacht, habe mir die Karten angeguckt, also die Sammelkarten, die in der Tüte drin waren, haben ein bisschen gerätselt, haben Quatsch damit betrieben, was so ist. Ich habe von Anfang bis Ende durchweggehend geredet, ich habe keine Pausen gemacht, ich habe keine Zeit geschindet, sonst wie. Und dann ging das halt 10 Minuten, weil die Zeit so schnell vergeht und ich so gerne rede. Und dann gab es ein paar Leute, die geschrieben haben, echt traurig, dass man das Video extra auf 10 Minuten strecken muss, ja. Wo ich mir denke, ganz aktuell ist es so, dass YouTube nicht mehr 10 Minuten braucht, um Werbung zu schalten, sondern 8 Minuten. Sprich, wenn es darum ging, das Video zu strecken, dann streckt man auf 8 Minuten, weil 8 Minuten reichen, wenn man keinen Inhalt hat und nur streckt. Warum sollte man 2 Minuten zusätzlich strecken und nicht füllen? Es reicht, 8 Minuten zu strecken. 10 Minuten ist veraltet, ist kompletter Quatsch, wissen die Leute nicht, okay. Mich regt das natürlich tierisch auf, wenn ich höre, Alter, es ist so lächerlich, dass er 10 Minuten streckt und 10 Minuten braucht, um ein Pack zu öffnen. Ich sitze aber nicht hier mit einem Booster-Pack und habe einfach nur dieses Pack und mache wusch. Schrott, wusch, Schrott. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt und habe das erste Mal gesehen und habe das ausführlich ausgepackt. Ja, jetzt habe ich hier 3 Packs. Ich muss mir die Sticker nicht mehr angucken, den anderen Mist muss ich mir auch nicht angucken. Wir gucken jetzt einfach nur die Karten an. Aus irgendeinem Pack ist sogar hier noch was übrig. Und zwar haben wir hier einmal Flemli. Das ist wohl aus dem Pack, was Marie ausgepackt hat, und irgendwas ist mit meinen Haaren nicht in Ordnung. Ein Flemli, ein Glumanda haben wir hier und wir haben ein Chimpep. Schon wieder, kenne ich nicht. Bruder, lass mich in Ruhe. Das ist aber keine Überraschung. Das haben wir ja schon gesehen. Deswegen werde ich euch jetzt rumdrehen. Wir machen mal diesen hier. Wir werden uns jetzt diese 3 Packs reinziehen. Angefangen mit dem. Machen wir mal das Helle zuerst, ja? Strecken, Videos strecken. Haha, wie armselig auf 10 Minuten Videos strecken. Ja, ich kriege ja hier den komischen Dings nicht auf. Wir lassen auch alles, was da drin ist, drin. Ist komplett egal. Im Endeffekt ist es eh dasselbe. Dieselben Sticker, dieselbe Unterlage. Ich weiß nur nicht, wo hier vorne und hinten ist. Wir müssen das aufreißen, aber irgendwie so falsch rum, dass die Karten nicht schon gespoilert werden. Wir haben also hier 4 Karten drin. Wir gucken uns. Ich weiß nicht, wie rum das ist. Wir haben jetzt hier ein Panflamm. Wow, guck mal, Panflamm. Wir haben Panflamm, wir haben Feuer. Wir haben Schiggy. Schiggy, richtig genial. Das ist doch schön. Wenigstens auch mal Pokémon, die man kennt. Serpifeu, das ist der nächste Sea-Day. Könnt ihr euch freuen. Und wir haben Bautz. Heftig die Eule, kenne ich natürlich wieder nicht, keine Ahnung, was Bautz ist. Auf jeden Fall haben wir 2 grüne, wir haben eine blaue, wir haben eine rote. Bautz ist heftig. 3 von 4 kenne ich, weil so viel Grün dabei ist. Machen wir gleich mal das Grüne hiervon auf. Wir ignorieren den Rest, ja. Denn den kennen wir ja jetzt schon. Ich muss ja jetzt nicht strecken und 5-mal mir das Gleiche angucken. Das habe ich mir einmal angeguckt, weil ich es nicht gekannt habe. Jetzt hat man natürlich mehr Zeit, weil man jetzt nur die Packs auspackt und wir haben
Flemli, wow, das können wir mal hier zum Feuerstarter dazu packen. Wir haben Mimeon, kenne ich nicht. Packen wir mal hier oben hin, bei dem blauen. Wir haben Bisa, Bisa-Sam, kommt hier runter, zu grün, sehr schön. Und wir haben Robball. War Robball in der letzten Folge dabei? Hatten wir Robball schon mal? Ich weiß es gar nicht, ist aber trotzdem blau, kommt hier hoch. Was für eine Aufteilung. Dreimal grün, dreimal blau, zweimal rot. Und weil wir jetzt blau in der Überzahl haben, so viel blau bekommen haben, machen wir jetzt blau auf und gucken uns das Blaue natürlich an. Wie ich sehe, sind da trotzdem aber immer andere Sticker drin. Um das Video dann auf 8 Minuten zu strecken, können wir uns trotzdem die Sticker noch angucken. Aber das checkt ja keiner, weil ja keiner weiß, dass 8 Minuten reichen. Und so gibt's wenigstens keine Hater-Kommentare mit, haha, extra auf 10 Minuten gestreckt, wenn das nur 8 Minuten geht. Aber 8 Minuten reichen ja. So, wir haben jetzt hier einen Adi seinen Arsch. Adi, nein, nicht, lass doch den bitte. Wir haben jetzt hier Otaro, schon wieder blau, ne? Wir haben jetzt hier Finks, rot. Rot haben wir bisher 2 gehabt, Finks auch relativ neu. Finks legen wir mal hier hin, das passt. Wir haben Chimpep. Wenn ihr ein Chimpel braucht, ich glaube, ich habe schon 3 Stück jetzt davon, brauche ich also auch nicht. Und wir haben Serpifoy, jetzt auch leuchtend, sehr schön. Adi hat gerade einfach alles runtergeschmissen. Was macht man jetzt damit? Das hat doch bestimmt genau dieselben Werte. Das heißt, da sind überall dieselben Karten drin, nur könnt ihr die einmal leuchten und einmal nicht leuchtender halten. Guckt euch das an, was der wieder macht. Adi, kriege ich das? Dankeschön. Kriege ich das hier oben nochmal. Ah, das Ding fällt gleich ein. Lasst uns schnell, froh und munter, die Stickers angucken. Alter. Das ist doch nicht den ja ernst. Es ist sogar ein anderes Minispiel hier drin. Ihr könnt zählen. 6-mal Lupe? Keine Ahnung. Hier wird irgendwas gezählt. Hier geht's um... Raus, raus, raus. Hier geht's, welches Pokémon in welchem Ball ist. Also das ist nicht immer dasselbe. Vielleicht richtet sich das nach der Farbe. Das in dem Weißen ist es so, in dem anderen ist es so. Hier, welches Pokémon steckt hinter dem Schatten, können auch verbinden. Wir hatten beim ersten hatten wir Pikachus, die ihr verbinden konntet. Hier habt ihr Schatten, hier habt ihr was zum Ausmalen, also sehr schön. Es sind auch 3 verschiedene Farben. Hier habt ihr die Karten, die 3 anderen Karten schmeißen wir hier noch mit drauf. Chimpep ist der Boss. Und dann habt ihr hier natürlich Aufkleber. Ihr habt hier einen dicken, fetten, großen von Pikachu. Ihr habt hier einen vom, was das auch immer ist. Ihr habt hier noch von, keine Ahnung, und hier das ist Chimpep, oder? Chimpep Aufkleber plus, hier geht's ja weiter mit Pikachu Aufkleber, Serpifoy Aufkleber, Otaro Aufkleber, Floink Aufkleber. Ihr seht also, ich kenne eigentlich nur die Sachen, die schon in Pokémon Go direkt drin sind. Das alles dahin und hier finde ich sehr cool. Eine ganze Handvoll kleine Sticker. Da ist also für jeden was dabei. Vielleicht sind das auch alle, die hier überhaupt in den Tüten drin sein können. Denn ich sehe viele, die ich hier schon gezogen hatte. Plus irgendwas Neues, was ich gar nicht kenne. Und einmal haben wir natürlich hier wieder unsere schöne Landschaft, wo ihr Aufkleber draufkleben könnt, wo ihr hier das habt. Also ich glaube, die Sticker werde ich Marie geben und dafür ihre Karten noch abluchsen, wenn das so hinhaut, ne? Und dann glaube ich, so 3 Packs sind ganz optimal für eine Folge. 4 Packs wären aber noch besser. So, ich drehe euch wieder um. Wir haben das Video schön gestreckt. Jetzt auf 9 Minuten. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Ihr seht, das geht auch ohne auf 10 Minuten zu gehen. Und was ist eure beste Karte oder eure Lieblingskarte, die ihr bisher da rausgezogen habt? Schreibt's mal in die Kommentare.